Ja, hallo Servus und Hallo der Erde, meine gütige Frau zeigt euch gerade die Druiden Rosie. Wie finden Sie im Moment die Gift Rosie? Toll. Wie finden Sie generell diese Beta, dieses Spiel? Toll. Möchten Sie uns mehr zu diesem Spiel oder speziell dieser Variante hier sagen? Nein. Ich muss mich konzentrieren hier. Was spielen Sie hier gerade? Für den Modus. Kein Plan. Das Ganze. Was spielen Sie hier gerade? Schlage der Macht. Okay, und was macht denn hier? Spielen. Junge! Nein, Mädchen. Ich kann mich so nicht konzentrieren. Also, Sie spielen hier gerade die Druiden Rose, ist das richtig? Anscheinend. Ja, spielst du. Und Sie spielen den Modus Schlage der Macht. Hier muss man genau was machen? Wellen überstehen. Super! So einfach geht das. Und bei welcher Welle sind Sie gerade? Bei der zweiten. Das ist möglich, aber ich meinte eigentlich das, was da oben steht, und zwar Piratenwelle. Und Also. wie viele Wellen gibt es da insgesamt? Zu jedem Zombie eine und dann unendlich. Das ist fast richtig. Zu jeder Zombie-Klasse gibt es eine. Das heißt insgesamt 7. Und am Anfang kommt noch eine Braunmantel, also so eine Standardwelle. Ja. Ja. Und was kommt danach, haben Sie gerade gesagt? Ein unendlicher Modus. Falsch. Was kommt Nein. danach? Der Bossangriff. Richtig. Danach kommt der große Bossangriff. Was kommt danach? Unendlich. Richtig. Genau. Da kommt nachher. Was kommt dann genau jetzt auf uns zu, dann bei dem Endlichkeitsmodus? So viel. So viel. Und was so viel? Viel zu viele Zombies. Was für welche Zombies? Große. Oh, Junge! Boss. Richtig! Absolut richtig! Genau. Und was ist der Spaß an diesem Modus? Dass so viel los ist. Im Moment noch nicht, aber im Endeffekt ja. Und was bekommt man bei diesem Modus Besonderes? Ganz viel Geld. Das ist absolut richtig! So, jetzt sind wir schon bei der Wissenschaftlerwelle. Und was bedeutet diese Flagge da oben in der Mitte, diese Anzeige? Wie viel sie eingenommen haben, oder? Richtig. Mehr oder weniger. Eigentlich. Und wenn du jetzt diesen letzten Zombies raus hast, dann siehst du, diese Flagge geht jetzt nach rechts. Und wann endet das Spiel? Also wann ist Spielgame over? Wenn die Flagge ganz links oder rechts ist? Links, oder? Ganz links ist, genau. Jetzt sieht man gerade, die Flagge wird gerade eingenommen. Das solltest du verhindern. Und was machst du jetzt genau, um hier jetzt noch ein bisschen mehr Chancen zu haben? Dann die Kiste öffnen, wenn sie nicht mehr geht. Zum Beispiel, Entweder. und was bekommt man bei dieser Kiste heraus? Entweder Geld oder Pflanzen. Also Mitspieler. Genau, ein bis, glaube ich, drei Drei. verschiedene Mitspieler. Manchmal sind es auch drei. Und was kannst du sonst noch machen, um mehr Kills oder Punkte abzustauben? Meine Fähigkeiten einsetzen. Ja, aber was noch? Was meinst du? Die Blumentöpfe setzen. Also. Das könntest du eigentlich machen, weil wir haben ein paar Töpfe. Also wir haben ein paar Pflanzen. Darf ich? Kannst du machen. Was denn? Ja, packt schon oder so. Oh ja. Und was soll ich jetzt gerade sagen oder fragen? Genau, was ist noch besonders bei diesem Modus, was vor allem den Schaden betrifft? Den Schaden? Welchen Schaden? Von der Rose jetzt zum Beispiel. Weiß nicht, was du meinst. Du machst beim Flagge der Macht-Modus machst du dreimal so viel Schaden, ich glaube dreimal so viel oder sogar mehr, keine Ahnung. Und steckst mehr ein. Das, ja, genau. Jetzt weißt du das auch. Kannst du mir das nicht sagen? Ich fühle mich so gut, wenn ich das schaffe. Also, du machst 64 Schaden, hast du nicht echt geglaubt, dass die im Multiplayer auch 64 Schaden macht, oder? Nein, aber ich habe nicht drüber nachgedacht. Ja gut, jetzt weißt du es. Gut, hier ist gerade diese Kiste, wovon wir gerade gesprochen haben. Bitte. Sehr schön. Und da ist was drinnen? Was ist da drinnen? Eine Pflanze. Ja, was für eine? Nein. Eiserbsen? Nein. Nein. Nein? Nein. Was dann? Elektroerbse. Die Power Pea. Und wie man sieht, wird gerade der Garten oder diese Flagge hier eingenommen. Von den Ingenieuren. Und mir ist gerade mein Fuß angeschlafen. Das Das ist ist besonders blöd. toll jetzt gerade. Ich habe voll den Krampf gerade drinnen. Ich trete hier gerade aus, aber du schaffst das schon. Ich würde dir jetzt gern helfen, aber was ist mit dem Splitscreen-Modus in der Beta?
Geht nicht. Richtig. Und wie viele andere Mitspieler können denn noch dabei sein? 3 weitere. Richtig, genauso wie im ganzen Backyard Battleground. Scheiße! Was ist jetzt gerade passiert? Ich bin ein Level aufgestiegen. Und was hast du da bekommen? Bekommen? Du hast sogar ein Zoom-Upgrade bekommen. Einfach ein Upgrade. Ach so. Und jetzt bist du tot. Was passiert jetzt? Hast du jetzt das Spiel verloren? Nein, anscheinend nicht. Oh ja. Doch, du hast das Spiel verloren. Ja. Eigentlich ist es ziemlich egal, ob man jetzt stirbt oder nicht. Es geht eigentlich nur um die Flagge, ob die jetzt wirklich ganz nach links getragen wird oder ob die noch rechts bleibt. Natürlich, wenn jetzt mehr Spieler da sind, ist das natürlich viel einfacher. Aber das war der Flagge der Macht-Modus ohne Bosse. Warum eigentlich ohne Bosse? Warum hast du das nicht geschafft? Es gibt so coole neue Bosse hier. Egal, wir haben das toll gemacht. Ich bedanke mich für dieses schöne Interview. Danke. Passt, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschö.